Gottverdammt! Wir sind stark. Wir sind stark. Pass bloß auf, wo du hintrittst. Wegen dem ganzen Gelege. Ja, so habe ich kein Problem. Ich bin so wieder zurückgeschickt, wie ich losgegangen bin praktisch. Ja, die ist gerade stehen geblieben und hat geguckt, was war das? Alter! Oh Gott. Aber ich mach mich fertig. Ja. Ja, das war zu viel. Wie ist er? Viel zu stark. Los, wie alle Farben, du schaffst halt, auch wenn das Viech die ganze Zeit nur auf mich losgeht. Geh weg! Ich kann die ganze Zeit hier noch weg. Ich renne die ganze Zeit weg hier und die geht auf den los. Ich weiß nicht, ob die Schaden macht, aber. Ich hab das wieder nicht. Ich nicht. Wenn ich mal annähernd sogar mein Ultimate und all sowas angezogen. Alter! Ich hab's einmal eingesetzt, mein Daniel Sport. Hey. Ja, wie schaffe ich nicht? Ich auch nicht. Ich renne da durch. Kann ich da durch die Tür gehen? Aber das ist ja eine Tür. kann ich glaube ich nicht. Doch kann ich. Hast du durchgeschafft? Ja, ist mir einfach durch die Tür gegangen. Die Waffe wird für immer verloren sein. Kannst du nicht raus, Daniel? Genau, ich habe einfach mal ein Gift ausgerüstet. Ich bin sehr verzweifelt gerade. Du weißt ja noch gar nicht, wie stark das Vieh ist. Du besser. Die Sphäre macht mich doch schon fertig. Dann werde besser. Daniel, du Kuh. Ich guck mir das mal an. Verpiss dich! Nee, du hörst das ja nicht. Gerade am Flöte spielen. Der ist sogar schwächer als die Viecher. Und da ist immer ein Rückfällen, der Kerl. Der Weg ist sogar viel einfacher als die Viecher. Verarschen. Hab's erledigt. Verlasst jetzt diesen Ort. Warum war das Viech so viel leichter als die anderen? Ich würde nicht sagen, dass das leichter ist. Ich habe etwas. Will ich verarschen? Ja, wie liefert das gerade voll den Hauptkampf, Alter? Ich weil meine Fähigkeiten. Was, ey, weil das Vieh immun gegen meine Fähigkeiten ist. Das ist das Bügel. Bitte. Sprecht mit mir. Das ist mein Käfig. Mein Käfig ist dann viel immun und gegen meine Ulti. Du willst doch wohl ein paar Sachen von dem aushalten. Ich hab nur wenig ich hab gut schon paar Mal getroffen. Mach dem nicht viel Schaden. Ich muss ja... Ich kann meinen Schlägen verletzen praktisch. Ich höre nur jedes zweite Wort, was du sagst. Schon nicht gelesen, ach. Also eine andere Melodie spielen. Ja. Na du. Ja, immer nur die gleiche Melodie. Da wird kein Hit. Ich war diesen Contest. Das ist toll, das ist Tamri gesucht. Ja. Die Klatsch.
klatschen dich nicht an, die klatschen dich aus. Ja, die klatschen dich aus. Wie so ein Bettlaken. Sieht aus wie ein Pirate. Ja, ist der noch was zu tun? Sieht der denn aus? Der ist gar knapp. Der ist aggressiv, Daniel, guck dir. Was machen die da? Zum Duell herausgefallen, oder was? Mitten hier drin. Ja, eine Barschlacht halt, ne? Kneipen. Was? Nein, nicht hier. Ist der jetzt nur noch ein Geist oder was? Was? Der war gerade irgendwie ein Geist. Ja. Dieses Verlies wurde für Champion, was stand da gerade? Was? Da stand gerade, dieses Verlies wurde für Champion 600 irgendwas. Was? Ein guter Rat. Ja, weiß ich nicht, stand da gerade, ich konnte es nicht schnell genug lesen. Das Ereignis verrät in der Dunkelheit beginnt, wodurch ihre Quest verraten wir halt. Möchtet ihr daran teilnehmen? Hast du auch diesen Countdown? Nein, ich hab gar nichts. Ich hab hier eine Anfrage. Möchtet 5, 4, 3, verschwindet das. Ablehnen, teilnehmen. Ich hab nichts. Okay, jetzt ist es wieder verschwunden. Da stand gerade was. Hast du mit dem hier geredet? Ja. Ein Skaver, ihr könnt euch Level 600 oder so sein. Oh Gott. Ich glaube, die sind stark. Autsch. Stark, die sind stark! Was zur Hilfe? Ich glaube, sagen, das ist für Champion 600 irgendwas. Na, da liegst du ja. Was geht? Ich habe nur so eine Explosion gesehen und dann war ich auf einmal weg. Ja, das ist hier nichts. Komm, wir gehen hier raus. Ja. Na toll, jetzt haben wir hier wieder eine Quest im Inventar, die voll rumgammelt. Gute Magierkette, Daniel, das war für Noobs. Sind wir jetzt schon wieder? Das sieht hier irgendwie aus bei The Old Republic, das sieht aus wie Korriban. Ja, irgendwie schon. Alter. Ja, er ist Kotor, ne? Ja. Was für ein Erz. Gleich kämpfen wir gegen Revan. Oh, lecker, so sieht das hier echt aus, Daniel. Hier sind das wieder diese komischen lila diese Lichter da? Ne, das ist eine Effense. Ah! Er hat mich voll erschreckt. Warte. Ich bin in so eine, weiß ich nicht, so ein Glühbirnchen reingelaufen, da ist voll geplatzt. Oh, das hat irgendwie aufgeleuchtet, habe ich 2 von 4. Aua. Hat mich voll erschreckt. Die fliegen um mich herum, Daniel. Oh, geil.